Ei, Wildkarpfen soll gehen. Wildkarpfen, haben sie gesagt. Alden, geh doch mal testen bei den Wildkarpfen. Und ich teste und ich teste. Und da ist er, der Wildkarpfen. Pah, 7,5 Kilo für den ersten Fisch. Gar nicht schlecht. Direkt wieder, hoppala, zu weit. Direkt wieder ausgeworfen, den Köder. Nach den ganzen Testen läuft doch gar nicht so schlecht. Nächster direkt. Zack. Nächster, der ein bisschen Bock hat. Und dann gucken wir mal, was hier so reinrasselt. Ich gehe natürlich gleich auf den Spot ein, auf Setup ein. Und ich bin gespannt, was hier geht. Ich bin extra ein bisschen feiner unterwegs, damit mir nicht so die ganz Großen hier reingehen. Ja, und auch da schon wieder der nächste Wildkarpfen. Sehr gut. Da ist er, 9,6 Kilo jetzt sogar schon, abgefahren. Also, scheint ganz gut zu gehen. In der Nacht kommen sie an und fangen an zu fressen. So soll das. Auf 24 Meter bin ich jetzt hier raus und stand jetzt schon, ja, ich sag mal so, in den frühen Abendstunden stand ich schon hier, hab ein bisschen rumprobiert, bis dahin nichts. Das sind jetzt die beiden ersten Brocken, die reingehen. Und ich bin gespannt, ob da noch was geht. Schauen wir also gleich mal rein, ob da noch was bimmelt. Und da zuppelt es doch schon direkt an der nächsten. Ja, und ist sogar schon dran. Zack. Also, ich bin gespannt, was hier geht. Ich bin wirklich gespannt. Tagsüber bisher, also in den frühen Abendstunden, wie gesagt, nix. Und jetzt immerhin die ersten Wildkarpfen. Schauen wir mal eben, zack, wieder raus damit, schauen wir mal eben, wo wir hier sind. Also, wir sind auf der Map, sollte glaube ich schon recht bekannt sein, hier auf D8 gegenüber von diesem Auto. Vielleicht sehen wir es gleich am Tag ein bisschen besser. Da liegt die Schrottkarre am Wasser und ja, hier auf 24 Meter ausgeworfen sollen und wurden auch schon fantastische Wildkarpfen gefangen. Auch in der Vergangenheit immer wieder eine Stelle, die super funktioniert hat. Ich weiß auch, damals war das hier noch eine Stelle, wo auch immer mal wieder die Aalande und sowas auch in großen Mengen rausgezogen werden konnten. Ja, lange ist es her und seit ewigen Zeiten gibt es sowas schon fast gar nicht mehr hier nach Tuba. Leider, warum auch immer. Irgendwo, irgendwie wurde er kaputt gemacht, der Aaland. Ja, und jetzt haben wir halt die Chance immer noch hier auf Wildkarpfen. Und ich habe hier ein bisschen rumgetüdelt. Verschiedene Kombinationen, tendenziell alles in Richtung Krabbe-Muschel-Kombination. Krabben-Pellets, Krabben-Muschel, Austern, Krabben-Dip. Das ist hier einmal dran. Hoppala, hier ist der nächste. Jawohl, da gucken wir da gleich mal rein. Hier, ah doch, man sieht es ja oben in der Ecke schon, da ist die Königskrabbe, auch wieder mit Krabbe als Pellet, also ganz klassische Haarmontage. Hier gucken wir mal kurz rein, also Fischpellets 18-18, Königskrabbe als Dip, auch wieder raus damit, zack, so. Und dann haben wir hier die dritte Kombination, auch mit der klassischen Haarmontage, Königskrabbe, Krabbe-Muschel, soluble, also auflösend und ja, Königskrabben-Dip. Das Ganze hier, also ich bin auf allen Routen nur mit einem 1-0er-Haken. Man kann gerne auch, glaube ich, mit einem 2-0er, vielleicht sogar 3-0er-Haken hier dran gehen, wenn man die ganz großen Brocken haben will. Will ich gerade gar nicht. Ich bin mit der Gewichtsklasse hier übelst zufrieden. So bis 10 Kilo reicht mir gerade komplett, weil meine Rollen schon wieder ein bisschen Verschleiß haben. Das heißt, oder schon ein bisschen mehr Verschleiß haben. Das heißt, ich will jetzt schon mal noch ein bisschen was rausziehen. Zap, zap, zap. Was ich halt mit dem Setup gut und locker eben noch rausziehen kann. Ohne, dass ich da jetzt übelst nochmal weiter den Verschleiß farme mit den dicken Brocken. Und dann natürlich dadurch noch ein bisschen Kohle machen kann und dann kommen die irgendwann wieder in die Reparatur, damit sie wieder fit sind. Ja, also so sieht es aus hier an der Stelle. PVA habe ich natürlich auch genutzt. Das PVA gerade zusammengestellt,
passend zu den Ködern. Wir haben ja hier die Wildkarpfen, die immer mal gerne auch auf Sonnenblumenkerne reinballern. Deswegen habe ich Sonnenblumenkernbasis genommen. Sonnenblumenkernfeeds sind auch mit drin. Auch darauf sind die Wildkarpfen ja mal eine Zeit lang immer gerne reingegangen. Selbst auf die Sonnenblumenkern-Pellets oder Boilies. Und dann haben wir hier Krabbe und Muschel als Komponente drin. Und dazu dann natürlich auch noch Krabbe und Muschel als Soße. Und dann gib ihm. Ja, und da ist er. Und er gibt. Und es lübt. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ich hatte gerade auch nochmal geschaut. Im VK ist da der Post mit einem großen, mit einer großen Super Trophy hier an der Stelle. Gute Frage, ob das gerade deswegen hier so ein bisschen die Runde macht. Aber offensichtlich, beziehungsweise ich glaube, es hieß schon letzte Woche hier, Ende letzter Woche, dass da was geht. Also ist es schon ein bisschen länger bekannt, dass hier was reinrasseln soll. Und hier zuppelt es weiter. Sensationell. Ich bin gerade ganz zufrieden. Also von der Größe her locker rauszuziehen, die Brocken. Gar nicht so viel Stress. Kohlemäßig, tipptopp. Das sind genau die richtigen Größen. Zack. Und der nächste. Na, jetzt. Bam. Sehr schön. Das ist doch richtig gut. So soll das sein. Ja, und dann eben, wie gesagt, mit den verschiedensten Ködern einfach noch ein bisschen rumprobieren. Ne? Also wenn ihr da was anderes euch irgendwie ausdenkt, irgendwas Fischiges, wird da bestimmt funktionieren. Wobei jetzt hier so in Richtung Krabbe, Königskrabbe, scheint das wirklich gut zu funktionieren. Mit dem Wildi hier. Immer wieder geil. Und wie gesagt, gerade auch in den Gewichtsklassen tipptopp. Ich mache mal jetzt die Futtermische runter. Gerade mal eben schauen, wie viel... Ja, da sind bestimmt jetzt schon 14 Futtermischen drin. 15. Und da geht's weiter. Da zuppelt's auf der nächsten. Tipptopp. Also, richtig, richtig schön. Das ist eine gute Stelle gerade, um ein bisschen Kohle zu machen. Wenn man halt schon in dem Levelbereich hier ist, dass man an die 8 Tuber kann. Sensationell. So soll das. So, jetzt machen wir das mal eben runter. Ich schaue gerade mal, wie viel Futter drin ist. Krabbe, Krabbe, Krabbe. Ja, guck mal hier, Alter. Also 12 Mischen sind sogar schon drin. Also 12 Beutel von den großen. Das heißt, da ist ordentlich Futter gerade schon am Spot. Ich mache da mal eine kurze Pause mit. Und dann gucken wir mal, ob das trotzdem noch so geht. Ich hoffe. Upsala. Und dann lassen wir das halt so ein bisschen tagsüber sich erholen. Kann man ja auch machen. So. Schön. Nach langer Zeit mal wieder eine Stelle mit richtig guter Frequenz. Ja, und wie gesagt, wenn ihr euch hier mit 2-0er, 3-0er Haken vielleicht hinstellt, durchaus möglich, dass dann da eben die noch dickeren Brocken reingehen. Oder vielleicht auch einfach größere Pellets und Boilies verwenden. Vielleicht so ein bisschen auf Frequenz verzichten und dann einfach darauf hoffen, bam, dass die Trophy reinrasselt. Ich habe das Ding schon abgehakt. Super Trophy strebe ich gerade noch nicht an. Auch wenn die immer mal wieder gerne gefangen werden, brauche ich gerade nicht. Ich meine, wenn es reinrasselt, dann rasselt sie rein. Aber ich schone gerade lieber das Setup. So, ja, ich würde sagen, rausziehen ihr Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.